Herzlich willkommen bei Frauen wie wir. Schön, dass du diese heutige Sendung angeklickt hast. Heute kommt der zweite Teil vom Interview mit Maria Prehan. Maria, schön, dass du bei uns im Studio bist. Danke, ich freue mich sehr, bei dir zu sein. Das ist schön. Im letzten Interview haben wir über deine Kindheit, deine Jugendzeit, deine Ehe gesprochen. Und ich mache jetzt einfach mal da weiter, wo wir aufgehört haben. Du warst verheiratet, du warst glücklich verheiratet, aber es waren nur 6 Jahre. Was kam danach? Eine schwere Zeit. Ja, ich hatte meinen Neffen und Nichten versprochen, dass ich ich möchte sie segnen nach ihrem Abitur und mache mit ihnen eine Amerika-Reise. Ich habe viele Jahre drüben gelebt, ja. Und dann sagt mein Mann zu mir, das musst du einlösen, sonst bist du nicht mehr glaubwürdig. Ja. Dann habe ich gesagt, ja, wirst du mitkommen? Sagt er, ich habe so viele Termine, ich kann nicht. Geh du, ich bete jeden Tag für dich. Und dann bin ich nach Amerika geflogen. Eine meiner Schwestern ist in Amerika verheiratet. Die Kinder waren in Amerika, die anderen zwei sind mitgekommen. Und dann haben wir eine Amerika-Reise gemacht. Und es war unwahrscheinlich. Mein Mann wusste genau den Terminkalender. Mhm. Und wie ich bei denen angekommen bin, tausende von Kilometern entfernt, verschiedene Zeiten, hat er angerufen jedes Mal. Er wusste immer, wann wir angerufen. Also es war eine ganz tiefe Einheit. Mhm. Und das war eine sehr, sehr gesegnete Reise. Und als ich zurückkam und mein Mann mich abholte am Flughafen, war ich entsetzt. Der war so abgemagert und hat so schlecht ausgeschaut. Sag ich, was ist los mit dir, Schatz? Hast du nicht gegessen? Sagt er, Maria, mit meinem Magen stimmt was nicht. Aber ist alles okay. Und dann hat er, sind wir nach Hause, und dann hat er gesagt, und morgen habe ich einen Termin beim Arzt. Sag ich, da gehe ich mit dir. Sagt er, nein, ich gehe alleine. Maria, da gehst du diesmal nicht mit. Er ahnte was. Und dann, wie er zurückkam und die Stufen heraufging zu unserem Haus, wir hatten mal auf einem Hügel, sah ich ein großes Schild über ihn, Krebs. Und da habe ich nur geschrien, nein, Herbert. Sagt er, ja, Maria, im letzten Stadium. Und dann sind wir spazieren gegangen, im Wald schweigend. Und es war natürlich ein riesiger Schock für uns beide. Aber wir haben, weißt du, immer wieder, wenn etwas kommt, was ich nicht verstehe, sage ich, Vater, verstehen, du es nicht mögen, auch nicht, gebetet habe ich auch nicht dafür. Mhm. Aber ich sage dir, nicht gefühlsmäßig, sondern gehorsam, danke. Danke, du weißt, wozu du das zugelassen hast. Es geschieht nichts in unserem Leben, ohne dass es ohne dass es von dir Erlaubnis bekommt. Mhm. Und dann haben wir gefastet 40 Tage miteinander, dass er geheilt wird, nur getrunken. Wir haben alle Seminare durchgezogen. Er lag manchmal schon, also fast in einem Liegestuhl, aber hat noch gepredigt. Und Menschen sind zu Jesus gekommen, unwahrscheinlich. Wir haben ein Eheseminar gehalten, da ist keine Ehe mehr so weggegangen, wie sie gekommen sind. Die sind weggegangen und haben jeden Tag als Geschenk von Gottes Hand empfangen, um sich zu segnen und um ein Segen zu sein. Und also die Salbung hat zugenommen, das war enorm. Mein Mann hat nur Hände aufgelegt, die Leute wurden gesund, aber er nicht. Ja. Aber er hat Chemotherapie total abgelehnt und ich war sehr dankbar. Er hat gesagt, Maria, meine Zeit ist in Gottes Hand. Wenn er mich heilt, freue ich mich. Wenn er mich nach Hause nimmt, freue ich mich auch. Mhm. Es tut mir sehr weh, dich alleine zu lassen. Aber ich bin in Gottes Hand. Mhm. Und dann habe ich nur den einen Wunsch bekommen, mit ihm zu sterben. Mhm. Ich konnte mir nicht mehr vorstellen, alleine weiterzuleben. Denn ich wusste, was es bedeutet. Einer schlägt 1000, zwei schlagen 10.000. Mhm. Und unter der Salbung zu wandeln. Und also es war für mich einfach undenkbar, alleine zu bleiben.
Und er hat immer gesagt, Maria, Gott ist mit mir fertig. Aber mit dir hat er noch große Pläne. Du schaust auf Jesus. Der gibt dir starke Männer und Frauen. Und du machst weiter. Ich sagte, ich hätte pfeifen können auf die großen Pläne. Sterben wollte ich. Das war mein einziger Wunsch. Wenn ich ihn im Himmel treffen werde, wird seine erste Frage sein, habe ich recht gehabt? Und ich muss sagen, wie immer, denn ich hatte keine Ahnung über das, was Gott eigentlich noch vorbereitet hat, was alle meine Vorstellungsvermögen überschreitet und überschritten hat. Gut, und dann, er ist in meinen Armen gestorben. Und er, ich sah Jesus, wie er hereinkam in den Raum. Und er hat gesagt, darf ich ihn mitnehmen? Ich habe nämlich noch stundenlang seine Hand gehalten. Es waren schon Todesflecken an seinem Körper, aber die Hand war immer noch warm. Und für mich war die Hand Schutz, Geborgenheit. Er war ein sehr liebevoller Mann. Und der Herr hat gesagt, lass ihn los. Diese Hand loszulassen war für mich das Schwierigste. Und ich habe gesehen, wie er mit Jesus weggeht. Und dann kam ein Duft in den Raum. Das schönste Parfüm der Welt kann nicht konkurrieren damit, war der Heilige Geist. Auch meine Familie, die dann gekommen ist, meine Geschwister, gesagt, was riecht da so gut? Ich gesagt, das ist der Heilige Geist. Und es war im November, es war in Europa tief, es hat geschneit, geregnet, es war furchtbar schlechtes Wetter. Und dann habe ich gebetet, da habe ich gesagt, lieber Gott, wenn du glücklich bist, dass mein Herbert bei dir ist, dann bitte ich dich morgen um Sonnenschein, den ganzen Tag. Die Geschwister, die bei mir waren, Pastoren, die haben gesagt, so kannst du nicht beten, Maria. Das ist ein Europa-Tief. Dann habe ich gesagt, entweder ist mein Gott größer als das Europa-Tief oder ich fange an zu zweifeln an ihm. Am nächsten Tag, die Leute sind mit Pelzmänteln angereist. Um 9 Uhr früh, also es war ganz schlechtes Wetter in der Früh. Um 9 Uhr früh hat es auf, ich habe gesehen, wie es aufreißt und die ganzen Wolken an den Bergen hängen geblieben sind und ein strahlender Tag. Die Leute haben geschwitzt, die haben ihre Pelzmäntel getragen. Und ich wusste, es war Gottes Zeit, für ihn nach Hause zu gehen. Und ja, und dann habe ich jeden Tag, bevor ich aufgestanden bin, mich entschieden für das Leben und für den Segen. Nach einem Jahr hat es meine Seele kapiert. Okay. Und dann habe ich gesagt, ja Herr, wir machen weiter. Du kannst jetzt mit mir alles machen. Und dann war eigentlich, dann kam erst der große Durchbruch in meinem Leben. Ja, nach diesem einen Jahr. Nach diesem einen Jahr. Maria, du hast jetzt gerade schon von einer schweren Zeit erzählt in deinem Leben. Und wie gehst du mit tiefen und schweren Zeiten um, die gekommen sind in deinem Leben? Wie haben sie dich geprägt oder was machst du, wenn die jetzt auch wieder kommen? Ich ging durch viele Tiefen. Mhm. Und wenn wir die Menschen anschauen im Wort Gottes, die Gott sehr verwendet hat, wenn wir nur einen Josef anschauen, welche Tiefen hat der Mann durchgemacht? Wenn wir die Mutter von Jesus, Maria, anschauen, welche Tiefen hat sie durchgemacht? 7 Schwerter haben ihr Herz durchbohrt. Weißt du, in den Tiefen kommen wir in eine vollkommene Abhängigkeit von Gott. Und Gott jede Sekunde nötig zu haben, zu benötigen, ja, ist die größte Reife eines Christen. Und da wehren wir uns. Wir sind unabhängig erzogen worden. Ich, mich, meiner, mir, Herr, sehne doch uns 4. Christus in mir, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Und da braucht es, wisst ihr, viele Christen haben schon Jesus angenommen, aber sie haben noch nie Galater 2,20 erlebt. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und das Leben, das ich jetzt lebe, das lebe ich im Glauben an ihn. Und an den Punkt zu kommen, wehrt sich jeder. Und jetzt gerade in dieser Pandemie, so viele Menschen sind an den Punkt gekommen, wo sie keine Hoffnung mehr hatten und haben Selbstmord begangen. Die Selbstmorde sind gestiegen wie verrückt. Die Psychiatrien sind voll von jungen Leuten, die kein Fundament im Glauben haben. Und diese Zeit erschüttert alles. Ja, und darum, weißt du, Gott hat für jeden von uns so einen großen Plan.
Aber sind wir bereit, die Zubereitung zuzulassen, damit unser Charakter mit der großen Berufung übereinstimmt? Mhm. Wenn ihr die Männer und Frauen Gottes, die Gott sehr verwendet hat, in der Bibel studiert, die haben alle Wüstenzeiten gehabt, der Mose. Mhm. Und die sind von Gott reduziert worden auf den Punkt, wo nicht mehr ihre Logik funktioniert hat, oder sie konnten sich nicht mehr auf die Logik verlassen, sondern nur mehr noch auf den Baum des Lebens. Amen. Und so habe ich mit 19 Jahren einen Schock erlebt, den ich keinem wünsche. Ich wurde vergewaltigt von einem Freund unserer Familie. Und das hat mich jahrelang so, also ich wusste, in dem Zustand kann mich kein Mann lieben. Ich wollte eben als Jungfrau heiraten. Also Ehe war für mich nicht mehr dran. Außerdem war für mich der Mann auch eine Gefahr. Aber Kinder wollte ich nicht verzichten. Und das war dann auch der Weg ins Kinderdorf, wo ich dann 9 Kinder hatte. Und eben meine Mutter, weißt du, meine Mutterprägung, ja. Und ich war entschieden, die beste Mutter zu werden. Habe auch den Ruf bekommen, in Österreich die beste Mutter zu sein. Aber das war alles noch Selbstschutz, Selbsterlösungswerke. Und da musste mich Gott bis zum Burnout gehen lassen, wo ich erkannt habe, ich bin sie, ich habe sie, die kann es nicht. Ja? Und da erst habe ich dann eine Woche, na 3 Wochen lang, konnte ich nichts tun, nicht einmal meine Augen öffnen in eigener Kraft. Ich musste alles in Jesu Namen machen. Mhm. Und nach 3 Wochen habe ich es kapiert. Jesus ist mein Leben. Ja. Er ist meine Kraft. Er ist mein Alles geworden. Und was immer jetzt Gott an unwahrscheinlichen Segnungen ausschüttet, ist nicht, weil ich so großartig bin, sondern weil Jesus in mir so großartig ist. Mhm. Und weil ich keine andere Quelle mehr habe, außer Jesus Christus. Natürlich hat er mich zusammengestellt mit vielen Menschen, die den gleichen Weg gehen mit mir. Und ohne die wäre es unmöglich. Verstehst? Ja. Jesus ist gekommen, um den Leib Christi auf Erden zusammenzuführen. Und wir sind ein Leib. Wir sind keine Konfession. Mhm. Wir sind ein Leib. Wir wissen, wir brauchen einander. Wir sind ein Segen füreinander. Aber wir sind alle angeschlossen an die Quelle. Und es ist Jesus Christus. Wir sind ein Organismus. Die Welt will aus allem eine Organisation machen. Und bei der Organisation haben wir es im Griff. Bei einem Organismus ist das Haupt im Griff und das ist Jesus Christus. Und darum wird er auch alle Gemeinden rütteln. Es ist jetzt eine Zeit, wo alles gerüttelt und geschüttelt wird, das nicht hundertprozentig aus der Kraft Gottes lebt. Wir haben viel geistigen Missbrauch. Verstehst? Mhm. Wir verwenden Gott, um unsere Dinge zu tun. Aber er möchte gern uns in den Griff bekommen, damit wir seine Werke tun auf Erden. Und dann wird dein Wirken so unverständlich für alle. Da sagen sie dann, das kannst nicht du sein. Und da freue ich mich. Ja. Dann haben sie begriffen. Ja. Das ist Gottes Werk. Genau. Amen. Amen. So, ich möchte in keine dieser Tiefschläge noch einmal durchmachen müssen. Aber ich möchte keines vermissen. Okay. Weil es hat mich in eine Gottesnähe gebracht, wie sonst nichts. Ja. In eine vollkommene Abhängigkeit. Und Gott hat mich vollkommen geheilt von dieser fürchterlichen Vergewaltigung. Ja. Und da muss ich jetzt etwas sagen. Ich habe natürlich schon jahrelang vergeben, aber noch nie gedankt dafür. Noch nie gedankt. Und da war jetzt etwas in Afrika, da wurde ich eingeladen, zu 500 Prostituierten zu sprechen, die mit Gott leben wollten. Und dann habe ich gesagt, Herr, ich war noch nie in so einer Gesellschaft. Wie soll ich mit ihnen sprechen? Ich sage, erzähl ihnen deine Vergewaltigung. Zum ersten Mal habe ich es als Dienst im Reich Gottes gesehen. Ja. Dann habe ich diesen Frauen erzählt von meiner Vergewaltigung. Und dann haben 500 Frauen, weil ich gesagt, ich verstehe euch. Mhm. Ihr seid alle irgendwo vergewaltigt. Vielleicht schon von euren Vätern. Aber ihr habt hier
tiefe Eingriffe in eure Persönlichkeit als Frau empfangen, die euch in diese Richtung getrieben haben. Und dann haben 500 Frauen mit mir geweint. Und alle 500 sind heute Jünger Jesu. Und dann habe ich angefangen zu danken, dass dieses Erlebnis, dass meine tiefste Erschütterung war in meinem Leben, dass dieses Erlebnis für so viele zum Segen wurde. Und für die, die Gott lieben, also es heißt in der Bibel, kein Auge hat gesehen, kein Ohr hat gehört, es ist in kein Menschenherz eingedrungen, was Gott für die bereitet hat, die ihn lieben. Mhm. Und da wird er alles, alles in deinem Leben zum Besten zusammenwirken lassen. Mhm. So, das war jetzt erst vor 2 Jahren. Ja. Es ist alles ist jetzt in meiner Dankbarkeit eingeschlossen. Für alles andere konnte ich schon danken, aber für das noch nie. Ja. Aber jetzt danke ich dem Herrn. Dafür. Gott braucht alles. Alles. Zu alles. Er macht keine Fehler. Ja, eben. Er macht keine Fehler. Maria, du hast uns schon erzählt, auch von dieser tiefen Beziehung, die du mit Gott hast, schon von Kind auf. Immer wieder hast du ihn gefragt und er hat geantwortet. Oder du hast gefragt und er hat gezeigt. Und schweigt er auch mal? Bitte? Schweigt er auch mal? Wenn du ihn fragst, oder wie ist das, wenn er mal nicht gleich antwortet oder schweigt? Also er sagt, schweigen tut er nicht, aber sagt manchmal später, Maria. Okay. Ich führe ein Tagebuch mit Gott, da schreibe ich alle Fragen hinein, die ich habe. Er sagt immer, frag mich. Mhm. Heute hat er fast 2 Stunden in der Früh mit mir gesprochen. Okay. Und da fragt er mich Fragen und ich spüre richtig, wie der Heilige Geist mit mir spricht. Mhm. Und ich dann Fragen stellen darf und er antwortet. Ja. Er ist ein liebender Gott. Und Liebe will kommunizieren. Mhm. Gott liebt es. Ruft mich an in der Not. Ja, und er wird antworten. Ja. Er will antworten. Er will mit uns sprechen. Er will Kommunion mit uns. Aber wir müssen uns öffnen und bereit sein zu hören. Mhm. Ja. Mhm. Weißt du, im 5. Mose 28, das Kapitel über Fluch und Segen, ja. Da heißt, das wichtigste Wort für mich in der Bibel ist, wenn. Okay. Wenn wir auf ihn hören und tun, was er sagt, dann fließen Segnungen ohne Ende. Und wenn wir nicht hören und nicht tun, was er sagt, dann kommen 3-mal so viele Flüche auf uns zu. Und da möchte ich eine kleine Geschichte erzählen von meinen Kindern, weil Gehorsam hat ein Limit. Und zurzeit ist auf der Welt bei vielen ein Kadavergehorsam. Die fragen nicht, wem sie gehören. Die wissen nicht, ist das Gott oder nicht Gott. Mhm. Und da gehen viele dem Teufel auf den Leim. Zum Beispiel habe ich mal bei einem Kindergarten, bevor ich jetzt geflogen bin, einen Test gemacht. Habe ich, gesagt, ich habe 12 Kinder in meiner Familie und wir haben jeden Tag Morgenandacht um 7 und am Abend um 6:30 lesen wir die Bibel gemeinsam laut. Und dann dürfen sie sagen, was sie hören. Weil das Wort, das Hören kommt durch das Wort Gottes. Dann habe ich gesagt, Kinder, heute machen wir einen Test. Wie könnt ihr der Mama beweisen, dass ihr sie liebt? Wenn wir ihr gehorchen. Sehr gut, habe ich gesagt. Wenn ich sage, jetzt heute räumt ihr mal eure Zimmer ordentlich auf, damit ich sie am Abend inspizieren kann und schauen. Und das schönste Zimmer kriegt eine Belohnung. Macht ihr das? Ja, Mama. Wenn ich sage, macht doch eure Aufgaben heute ordentlich. Ja, Mama, machen wir. Wenn ich sage, habt ihr die Tiere schon gefüttert? Ja, Mama, die werden wir noch füttern. Sage ich, und heute sage ich euch was Neues. Wenn es dunkel wird, geht ihr hinaus, außer unserem Gelände hinaus, holt alles, was los ist, die Wäsche, die rumhängt, die Schubkarren, die rumstehen, die Ziegel, bringt alles zu uns her. Schauen Sie mich groß an. Sagen Sie, nein, Mama, das macht man nicht. Sage ich, ihr seid aber ungehorsam. Nein, Mama, das würde Jesus von uns nie verlangen. Hm. Da habe ich gesagt, ihr habt die Probe bestanden. Es gibt ein Limit für Gehorsam. Und ich erziehe meine Kinder. Auch wenn die Regierung uns in eine Richtung führt, von der, die Gott nicht möchte, haben wir keinerlei Verpflichtung zu gehorchen. Auch in einer Ehe. Die Frau soll dem Mann untertan sein. Wenn die Familie schon 4 Kinder hat, die Frau ist mit dem 5. Kind schwanger und der Mann sagt, du, jetzt haben wir schon 4. Es ist genug, das treiben wir ab. Darf sie sagen, ja, Schatzi, das machen wir. Sie steht als Mörderin vor Gott. Mhm. Also wenn mir das je passiert wäre, hätte ich gesagt, Schatz, ich gebe dir die 4 Kinder,
und wir trennen uns und ich ziehe dieses Kind alleine auf. Das ist ein Geschenk von Gott. Wenn du es nicht willst, ich will es. Ja. Das ist nicht unser Produkt. Denn Gott hat uns eine Seele und einen Geist gegeben für dieses Kind. Mhm. Und wir zerstören ein Leben, das Gott zum Segen auf diese Welt schickt. Ich werde das Kind gewähren. Ja. Und das ist nicht ungehorsam dem Mann gegenüber. Der Mann soll die Frau so lieben, wie Jesus die Gemeinde liebt. Und er hat nie was verlangt, was gegen die Ordnungen Gottes war. So ist das. Ja, genau. Okay. Maria, du hast jetzt schon öfter von deinen Kindern gesprochen und von den Kinderdörfern. Wir wissen, dass Vision für Afrika kam nach dem Tod deines Mannes. Da rief Gott dich nach Afrika. Kannst du uns erzählen einmal, wie kam es zu Vision für Afrika und woraus besteht dieses Werk? Ja, also ich habe ja wirklich schon jahrelang geglaubt, dass Gott einen Traum hat für uns. Ja? Und habe auch gesagt, er soll mich nicht sterben lassen, bevor ich den Traum, den er im Herzen hat, auf Erden leben darf. Und wie ich 60 wurde, haben gut meinende christliche Freunde mir unabhängig voneinander kommuniziert. Ich hatte schon ein sehr gesegnetes Werk in Europa. Auch nachdem mein Mann gestorben ist, habe ich gepredigt in der Mongolei, in Russland, in Amerika, in Südamerika. Ich war in Argentinien schon bei einem Frauentag. Da wollte ich schon in Brasilien aussteigen. Da haben sie mich zum Schluss noch einmal reingeholt und bin noch nicht dort. Aber jedenfalls, jetzt habe ich den Faden verloren. Was hast du mich gefragt? Ja, wie das Werk Vision für Afrika zustande kam. Und dann habe ich gesagt, haben die gesagt, Maria, es ist Zeit zum Abdanken. Mach Platz für andere. Dann haben wir gedacht, komisch. Ich habe nie gedacht, dass ich jemandem meinen Platz wegnehme, ja. Aber wenn das sein soll, sage ich, lieber Gott, okay, wenn du willst, dass ich abdanke, danke ich ab. Aber ich habe keine Ahnung, was ich dann mache, ja. Und dann war ich bei einem großen Kongress in Amerika, in einem Erweckungskongress, die haben laut gesungen. Dann habe ich laut in die Menge hineingeschrien, Herr, Lord, shall I retire? Herr, soll ich in Pension gehen? Und habe genauso laut zurückgehört, no, Maria, refire. Nein, Maria, krieg neues Leben, neues Feuer. Boah, habe ich gewusst, da kommt was Neues. Dann habe ich gesagt, Herr, jetzt musst du mich klar führen. Ich habe einen sehr gesegneten Dienst bereits in Europa, aber ist da jetzt eine Veränderung? Und dann hat alles auf Afrika hingedeutet. Begegnung, Menschen, die in Burnout hatten in Afrika, Missionare wurden zu mir geschickt und die haben gesagt, du musst nach Afrika kommen. Alles hat nach Afrika gedeutet. Da habe ich gesagt, Herr, Afrika gehe ich nicht. Mit der Farbe, die denen so viel Schmerz verursacht hat, mit Kolonialismus, mit Sklaverei, mit bestohlen werden links und rechts von der weißen Rasse. Da gehe ich nicht weiter, da heule ich nur. Den Schmerz kann ich nicht ertragen. Ich gehe nach China, gehe in den Nordpol, aber nicht nach Afrika, bitte. Ich wollte ja auch nie auf Urlaub gehen nach Afrika. Dann hat der Herr gesagt, aber ich schicke dich als Segen. Und ich hinterfrage nichts. Wenn Gott zu mir spricht und ich habe Frieden und Freude im Herzen, sage ich, wow, das klingt aber gut. Mhm. Als Segen, das klingt gut. Aber weißt du, ich bin naiv und ich frage nie, hinterfrage nicht. Ich habe nicht gefragt, wie schaut der Segen aus. Ja? Mhm. Ich war nur glücklich, dass ich als Segen nach Afrika geschickt werde. Bin ich zu meiner Familie, habe ich gesagt, Gott schickt mich nach Afrika. Schickt mich als Afrika. Ja, spinnst du hochgradig? Mit 60? Ja, da fangen die Krankheiten an. Was machst du in Afrika? Keine medizinische Betreuung. Ja, was machst du denn dort? Sag ich, ich weiß es nicht. Gott hat gesagt, als Segen. Ja, wie schaut denn der aus? Ich habe keine Ahnung. Hast du Geld? Nein. Kennst du Leute? Ja, ich kenne schon ein paar, aber noch nichts Konkretes. Wie lange bleibst du denn? Weiß ich nicht. Die haben schon munkeln angefangen. Die hat ihren Verstand verloren. Mhm. Die müssen wir einsperren, damit wir sie vor ihr selbst schützen. Die wollten mich in eine Irrenanstalt stecken. Dann habe ich gesagt, ihr Lieben, der Ruf ist so stark. Ich muss gehen und wenn ich zu Fuß gehen muss, da war so ein Friede da drinnen, wie eine Schnur hat mich gezogen nach Afrika. Dann haben sie gesagt, aber du wirst die größte Pleite erleben deines Lebens. Sage ich, nein, Gott wird mich segnen, dass ihr keine Zeit habt mit dem Zuschauen.
Das ist geschehen. Ich bin nach Afrika, aber da war noch etwas, was mich sehr, sehr berührt hat und auch sehr verändert hat. Ich bin angekommen, war dort kurze Zeit und spüre, das ist ein Fass ohne Boden. Wo fängt man da an? Wo hört man da auf? Not an allen Enden. Dann habe ich gesagt, Papa, ich bin so überfordert, bitte darf ich wieder zurück nach Europa. Ich habe keine Ahnung, wie man da anfängt. Dann höre ich laut die Stimme, du bist nicht der Erlöser von Uganda. War ich wieder so groß mit Hut. Ja. Da habe ich gesagt, ja, das weiß ich, aber was tue ich hier? Und dann habe ich ganz klar gehört, nur, was ich dir jeden Tag zeige. Und dann hat er mich zur Schriftstelle geführt, dass Jesus nur jeden Tag die im Himmel vorbereiteten Werke getan hat. Weil er gesagt hat, aus sich heraus kann er nichts tun. Und das war eine Offenbarung, die war einschlagen. Und dann habe ich nur gesagt, Vater, du musst mir jeden Tag zeigen, was du tust. Und in der Früh stehe ich auf, also mache ich auf, sage, heute haben wir wieder gut geschlafen, Herr Jesus. Danke. Und jetzt, meine größte Plage war immer, was ziehe ich an, ja. Jetzt war die erste Frage, was willst du heute auf deinen Körper hängen? Zeigt er mir immer, was er da hinhängen möchte. Das ist erledigt, dann sage ich immer, und jetzt zeigst du mir, Herr, was hast du heute vorbereitet? Den ganzen Tag. Zum Beispiel bin ich total überrascht, dass wir heute hier sitzen. Ich wusste gestern noch nichts davon, ja? Okay. Das ist ein vorbereitetes Werk Gottes. Mhm. Und so fließe ich den ganzen Tag in den vorbereiteten Werken Gottes. Und jeder Abend ist ein Rückblick in eine totale Überraschung. Und eine, wie soll ich sagen, ich bin überwältigt mit den Ideen, die Gott hat, ja? Mhm. Ich habe nie gedacht, dass ich nach Paraguay komme. Ich spreche ja nicht Spanisch, ja? Ja, ja. Habe nie gewusst, dass da so viele Deutschsprechende sind. Ja. Also, Gott macht keine Fehler. Mhm. Amen. Amen. Und seither mache ich, na, und nachher sage ich, ich stehe jetzt auf, Teufel, ich stehe auf. Hau ab. Ich regiere jetzt. Dein Tag ist verhunzt. Okay. Und ich gehe durch den Tag und er muss von mir weichen. Mhm. Wir sollen herrschen auf dieser Welt. Über seine Dunkelheit. Mhm. Über seine Spielchen. Wir sollen herrschen. Jesus sagt, er hat alle Macht auf Erden und die gibt er jetzt uns. Mhm. Und wir sind hier als seine Botschafter an Christi Stadt. Mhm. Das soll jeder Frau auch einmal bewusst werden. Sie ist eine höchste Politikerin des Reiches Gottes, mhm. Aber es gibt keine höhere Weltordnung, ja, wie das Reich Gottes. Und da sind wir Stellvertreter an Christi Stadt, Botschafter des Königs aller Könige. Und das sollen wir richtig in. Vor uns muss der Feind weichen, der ist schon besiegt. Sag immer, hau ab, dein Tag ist verhunzt. Und ich stelle das ganze Werk, alle unsere Freunde, alle, die mit uns vereint sind, stelle ich in eine Schutzblase der Gunst und Gnade Gottes. Und er tut es. Es ging uns noch nie so gut wie in den letzten Jahren. In jeder Hinsicht. In jeder Hinsicht. Und wir hatten keinen einzigen Todesfall. Weder in Europa, wovon ich weiß, noch in Afrika. Okay. Gott bewahrt, Gott ist treu. Und unser Vertrauen ist einzig und allein in unseren König aller Könige. Ah. In jedem Bereich. Mhm. Ob das Finanzen sind, ob das Gesundheit ist, ob das Landwirtschaft, Regen. Ja. Weißt du, wir haben eine riesige Landwirtschaft auch. Mhm. Ich muss jeden Tag 10.000 Leute dreimal füttern, das sind Tonnen jeden Tag, die wir verkochen. Und noch nie haben sie gehungert. Und wie das Ganze kam, habe ich gesagt, lieber, ich habe den Hitler schon erlebt. Und ich habe gespürt, was beim Hitler war, war ein Kindergartenspiel. Aber jetzt kommt das Endszenario. Und dann habe ich gesagt, lieber Gott, wir haben mit diesem saublöden Virus nichts zu tun. Wurde ja auch AIDS und Ebola, wurde alles in Labors gezüchtet, um die Menschheit zu reduzieren. Das ist, Und straf uns nicht dafür. Gib uns in eine Blase der Gunst und der Gnade und halt uns total verborgen. Und das hat er gemacht. Und das, so dürfen wir beten für unsere Familien. Wir Frauen dürfen in den Riss treten. Unsere Männer mit Schutzengeln umgeben. Amen. 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 Weißt du, Gehilfin, wir sind die Gehilfin. Mhm. Gehilfin und Heiliger Geist ist das gleiche Wort im Hebräischen. Wir sollen
Hören von Gott. Natürlich ist es sehr wichtig, unter welchem Geist die Frau steht. Ja, klar. Wenn sie nicht unter dem Heiligen Geist steht, dann ist sie gefährlich. Mhm. Aber wenn sie sich auf den Heiligen Geist einlässt und von ihm hört und das auf die Erde holt, was der Heilige Geist ihr im Himmel zeigt. Wir haben ja gebetet Jahrhunderte lang, Tausende lang. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie ich's will. Nein, wie im Himmel, so auf Erden. Und wer fragt schon jeden Tag, was hast du im Himmel vorbereitet, damit ich es auf die Erde holen kann? Mhm. Wenn du da mal hingekommen bist, dann geht die Post ab. Dann treffen sich Himmel auf Erden. Ja. Und das möchte ich jeder Frau raten, die hier zuhört, dass sie anfängt zu beten als Gehilfin, als Heiliger Geist in der Familie, dass sie auf Gott hört und tut, was er sagt. Und dann wird sie Segen erleben. Lest einmal den 5. Mose 28. Mhm. Das ist ein Buch. Das hat mich erschüttert, dass wir das Leben in unserem Griff haben, mit unseren täglichen Entscheidungen. Lasse ich mich vom Heiligen Geist führen und wandle ich in den Werken, die Gott vorbereitet hat, dann kommt ein Segen auf dich und alle, die mit dir sind. Amen. Danke, Maria. Danke für diese Mutzusprüche und auch, ja, dass du deine Geschichte, deine Lebensgeschichte mit uns geteilt hast und hier bei uns warst. Danke, danke. Ich werde Paraguay nie vergessen. Ja, wir dich auch ganz gerne. Es ist ein wunderbar. Und Moment, da möchte ich noch was sagen. Ja. Auf Paraguay liegt ein besonderer Schutz Gottes. Die Stimme, die letzte Stimme von Paraguay hat entschieden, dass die Juden in wo sie sind, dort wo sie jetzt sind, dass sie einen Staat gründen durften in Palästina. Paraguay hat mit seiner Stimme das Ganze ins Licht gebracht. Und da, wer Israel segnet, der ist gesegnet. Und Gott hat noch Großes vor mit Paraguay. Genauso wie mit Uganda. Wir haben den Juden angeboten, dass sie im Norden einen Staat gründen dürfen, wenn sie nicht nach Palästina gehen dürfen. Es hat sich Gott sei Dank alles anders gewendet durch eure Stimme. Ja. Aber der Segen liegt auf uns, weil das Herz dafür ist. Idi Amin hat zwar viel zerstört von dem ganzen Jahr, aber der Segen ist noch größer. Amen. Amen. Also freue ich mich sehr, dass ich diese herrlichen Paraguaner, oder wie ihr euch nennt. Ja, Paraguayer, genau. Ja, und dass ihr auch bereit seid, den Indianern, den Ureinwohnern, auf den Level zu helfen, den sie in Gott haben. Wir kommen zum Schluss der heutigen Sendung. Und ich hoffe, dass ein jeder, der diese zwei Sendungen verfolgt hat, wirklich auf Gottes Stimme hören kann und das für sein Leben mitnimmt, gehorsam zu sein und nur das zu tun, was Gott für ihn vorbereitet hat. Das war Frauen wie wir, Glauben und Leben.